Liebe Freunde der Friedrichstraße. Ich freue mich ganz besonders, dass in diesen etwas unübersichtlichen und für alle Beteiligten ja auch sehr schwierigen Zeiten manche Traditionen doch bewahrt werden können, dass man nämlich hier auch feierlich einen Weihnachtsbaum erleuchten lässt. Und man soll nicht sagen, dass manches nicht auch besser ist als letztes Jahr. Aber wenn man die Friedrichstraße guckt, ist aus meiner Sicht ganz viel besser. Und wir haben hier einen Weihnachtsbaum, den wir noch nicht hatten in Berlin. Und deswegen mein ganz herzlicher Dank an alle Verantwortlichen des russischen Hauses, die das hier möglich gemacht haben und die vielleicht ja heute eine neue Tradition begründen. Weil ich gehört habe, dass wir auch direkt mit Moskau verbunden sind, mit einer hochgestellten Persönlichkeit dort. Lassen Sie sich überraschen. Und insofern werde ich auch gleich abgeben an Sie als Hausherrn des russischen Hauses und Sie bitten, uns näher zu bringen, was uns denn jetzt hier noch erwartet. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я рад приветствовать вас здесь сегодня на Фридрихштрассе. Для меня, конечно, большое удовольствие в это непростое для всех нас время констатировать, что традиции сохраняются и в частности, традиция отмечать Новый год и украшать рождественскую елку. Нельзя сказать, что в этом году...